Liebe Freunde, willkommen zurück. So, wir reisen weiter. Da haben wir noch zwei Gebiete, die wir nicht, bisher noch nicht bereist haben. Brauner Kahlkopf und St. Galvan Schlund. Parallel, die Zeit muss sein, haben wir Projekte laufen, die uns nochmal Hinweise geben sollen auf den Aufenthaltsort von Amaks Grab. Amiri noch 5 Tage, der Geschichtenerzähler 26 Tage. Ah, die bemühen sich beide, Erkenntnisse zu sammeln. So, hier geht's weiter. Und wir stehen übrigens auch kurz vorm Levelaufstieg zu Stufe 13. Ah, fehlt nicht mehr viel. So, wir sind teilweise erschöpft, also wir werden rasten. Rasten wir erstmal. Butter haben wir wenig. Ja. Butter wird viel gebraucht. Forellen haben wir auch nur 2. Ah, wir werden, können auch einfach mal herzhaftes Essen nehmen. Plus 1 auf alle Rettungswürfe. Ah, machen wir das. Jawohl. I know why you vomit with words. You are cursed. The only thing I'm cursed with is your presence. Die zwei mögen sich also nicht. Brauner Kahlkopf, ein karger, felsiger Flecken Erde inmitten der Wälder, auf dem kaum ein Grashalm wächst. Die örtlichen Jäger stoßen hier häufig auf Wolfsspuren. Ja, da könnte natürlich diese Ekun jetzt richtig schön eskalieren, aber wir haben ja auch Eras mit der Halskette des ewigen Jägers versehen. Also der teilt gegen Tiere auch besser aus als gegen andere Gegner. So. Alle in die Verborgenheit. Ah, ein relativ kleines Gebiet. Welche Buffs zünden wir? Ah, furchtbare Bannen können wir auf jeden Fall mal verwenden. Ich würde sagen, wir verwenden jetzt einfach mal die Dinge, die wir öfter als einmal haben. Also Rüstungsbonus lassen wir weg. Beste Hoffnung. Unsichtbares Sehen. Und ah, ich habe mal das Schild für Knock Knock. Schutz vor Pfeilen. Ja gut, Wölfe werden jetzt nicht mit Pfeilen arbeiten, aber das hält halt eine Stunde an. Haben wir 2-mal. Rettenhaut für Valerie und für Elras. Und die katzenhafte Anruf haben wir auch 2-mal. Mächtige Unsichtbarkeit. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon. Achso, mächtige Unsichtbarkeit und Auge des Bombenwerfers, beides von Jubelost. Dann mach erstmal die mächtige Unsichtbarkeit, dann geht's gleich los. So, dann Auge des Bombenwerfers noch. Insgesamt schon mal das Lied anwerfen, Lied der Größe. Und ja, dann können wir anfangen, ja. Einfach drauf, würde ich sagen. Ja. Ah, gut, mal ganz kurz, Ruhe bewahren, Knock Knock. Okay, das hat er nicht verstanden. Ruhe bewahren. Okay, Angriff.
Jubilos mit den Sprengbomben. So, ich glaube, das war's schon. Ja, das war's. Und wir schauen mal. Knock Knock hatte ja ein neues Spielzeug bekommen in der letzten Folge. Also damit macht er auch hinfältige Angriffe und da bei den hinfältigen Angriffen wird auch mit einem D8 gewürfelt. Zeig ich das doch mal. Das war ja dieses super Item Adamantsternmesser des Eiseninfernos. Und die Sternmesser, die tauchen hier in dieser Kategorie auf. Ja, und das funktioniert wunderbar. Sehr gut. Der Lindsay-Lied ausmachen. Einmal häuten, alles einsammeln. Da ist ein Abenteurer. Ein Dreizack, noch einer. Apfelwein. Ja, stecken wir mal mit ein. Ah, okay. Den Rest lassen wir da liegen. Nichts wert. Und was haben wir hier? Dieser arme Kerl wurde mit unglaublicher Heftigkeit gegen den Stein geschleudert. Was auch immer ihn getötet hat, war deutlich größer und stärker als ein Wolf. Ah. Goldpulver. Also hier wird es noch irgendwo einen Gegner geben. Einen starken Gegner. Davon ist auszugehen. Ist ja viel älter als 16. Ah. Was haben wir hier? Ein Kompositbogen. Gold und ein blutverschmierter Brief. Robel, du wurdest tatsächlich ausgewählt. Mit diesem Brief ernenne ich dich zum Anführer der Alasar-Wölfe. Glückwunsch. Wir haben gerade neue Befehle erhalten. Die Hirten aus den umliegenden Dörfern haben Geld gesammelt und uns gebeten, den Zyklopen zu töten, der in den letzten Jahren Jagd auf ihre Herden gemacht hat. Es ist zwar nicht viel Geld, aber das ist eine gute und edle Tat. Unser Hauptvorteil ist unsere zahlenmäßige Stärke. Wir sollten den Zyklopen also auf offenem Feld angreifen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er sich in seinem Bau zurückzieht. Deine Aufgabe ist einfach, sammle die übrigen Rekruten in der Nähe der Höhle in der Nalmark. Locke den Zyklopen in das Grasland, wo ihn unsere Hauptstreitmacht umzingeln und neutralisieren wird. Die Details erkläre ich dir, wenn wir uns treffen. Ich verlasse mich auf dich. Hauptmann Alasar. Ja, von dem Zyklopen ist aber weit und breit keine Spur. Offenbar wurden diese armen Seelen getötet, als sie versuchten zu fliehen. Ihre Rüstungen und Waffen sind in einem erbärmlichen Zustand. Okay, jetzt haben wir alles durchsucht. Geht's hier oben weiter? Gebiet verlassen. Okay, wir haben einen Hinweis auf einen Zyklopen bekommen, aber den finden wir ja gar nicht. Okay. Ja, jetzt sind wir mittelbeladen, leider.
Größte der des Reisenden. Dann haben wir nicht ausgerüstet. Eine leichte Rüstung. Ja gut, bei leichten Rüstungen, da haben wir halt Spezialsachen. Du willst für die Bomben. Inzi hat da glaube ich ganz viele Resistenzen. Und Knock Knock trägt da gar keine Rüstung. Ja. Okay, schauen wir mal, wie viel die Dinge hier wert sind. Fälle sollte man dann auch demnächst verkaufen. Antikorpelz. Pro Pfund. 3 Gold, das ist auch nicht so viel eigentlich. Jetzt sind wir schon leicht beladen, alles klar. Ja gut, dann weiter geht's. Wir möchten auf jeden Fall noch zur St. Galvan, zu St. Galvan Schlund. Okay, das ist der falsche Weg gewesen. Also wahrscheinlich müssen wir dorthin und dann hier lang laufen, oder? Oder von dort hier lang, das geht vielleicht auch, oder? Ah. Da können wir auch lang. Wir sind ausgeruht. Jawohl. Ja, ungefähr wieder genauso groß das Gebiet. Schutz vor Gift brauchen wir nicht. Ruhig einmal Todesschutz für Valerie. Schutz vor Furcht. Ja, jetzt werden wir auch die Rüstung, den Rüstungsbonus aktivieren. Weil nach dem Gebiet werden wir dann auch wieder rasten. Rüstungsschutz für Knock Knock. Adayana. Schild. Dann mächtiges Mutter gegen Geschicklichkeit. Zweimal Rentenhaut. Und ein Geschicklichkeitsbonus. Dann haben wir's. Schau ich das mal an, ja. Karrenspuren. Den Spuren nach zu urteilen, war der Karren in Eile. Diese Arbeiter hatten keine Chance. The path is clear. Enemy needs... Diebe, geht weg! Meine Säule. Das ist ein Stufe 14 Zyklop. 17 Humanoid, 7 Kämpfer. Und Stärke 36. Wir möchten natürlich, dass Valerie beginnt. 4,3 ist schlecht, also einfach so angreifen. Ich habe, glaube ich, einen Buff vergessen, oder? Nee. Beste Hoffnung haben wir, ja. Linzi wirft das Lied an, Lied der Größe. Knock Knock schaut, dass er hier dann seinen Schurmangriff durchführt. Eras geht nach da unten. Valerie tankt dann weiter vorne. Harim. Harim wird sagen, Knochen zerschmettern. Inzwirft das Lied an, Jubilost
kann. Knock Knock braucht nicht unbedingt. Obwohl, wenn Knock Knock die Unsichtbarkeit bekommt, dann greift er hier an, nicht gegen die RK, sondern gegen. Auf falschem Fuß. Dann trifft er halt viel besser. Das ist die Frage. Der wird hier auch ganz gut, glaube ich, Schaden bekommen, wenn Jubilos sich jetzt einfach auf seine Bomben konzentriert. Zielbombensatz, Jubilos, und dann geht's los. Okay, so, Verteidigungshaltung. Eras Schummangriff, Knock Knock. Schummangriff. Lindsay noch das Seed anwerfen. Okay, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Der kritische Treffer 59, Wert 59 gemacht. Eras. Jawohl. Kritischer Treffer. Ja. Sehr gut. Johnny Savitur. Jetzt hat er sich auf. Stürzt er sich auf einmal auf Elras. Er hat schon die Verteidigungshaltung aktiviert. Einmal bedrohliche Darbietung. Knock Knock 40, hinterhältiger Angriff. Jubilos wirft jetzt Bomben. Und Haim greift so an. Ich gehe euch mal ein ganz klein bisschen nach vorne. Und er hat hier Erschöpfung, 11 Minuten, 54 Sekunden, diskontierte Verletzung. Eras angreifen. Ja, da haben wir ihn. Sehr gut. Und das war mit Sicherheit der Zyklop, vor dem wir auch im vorherigen Gebiet gewarnt wurden. Zweihändige Keule plus 2. Fellrüstung plus 3. Natürliche Rüstung plus 2. Und Schutzring plus 2. Wie sieht es hier aus? Heim geht dahin, also nicht verschlossen. Schutz vor Kälte. Dann haben wir hier eine Jadespange. Goldener Tand. Silberbestickte Tasche. Silbernes Tintenfass und 622 Gold. Lindsay, einmal Lied des Erfolges. Bisschen Religion. Erfolgreich. Aber gar kein Problem. Diese Säule ist nicht mehr zu reparieren. Aus dem ausgemeißelten Auge des Widderkopfes, der auf der Säule abgebildet ist, steigt ein Schwarm Fliegen auf. Das Bild stellt den Reiter der Pestilenz dar. Den Erzdaimon auf dem Thron der Fliegen und einen der vier Herrscher von Abaddon. Okay. Ein gut gekleideter und schwer bewaffneter Mann. Sein bleiches Gesicht wirkt noch immer überrascht und ängstlich. So, wir werden das Gebiet natürlich auch noch komplett erkunden. Lied ausmachen. Ja, bei den Liedern bei Lindsay habe ich einfach. Ist ein bisschen übertrieben, ja. Etwas viele Aufladungen. Okay. Da kommen wir nicht hoch. Oh, jetzt ist hier noch eine Höhle. Ein Amulett. Amulett der mächtigen Fäuste plus 2.
Knochenschädel, verrottete Häute. In dieser winzigen Höhle ist nichts Interessantes zu finden. Okay. Tread lightly. Oh. Ein Dreizack plus 3. Zerknülltes Stück Papier. Expeditionsschätzung, erhaltenes Geld. Von Tico, Antiquitätensammler, 500 Silbermünzen. Von örtlichen Hirten für den Tod des Zyklopen, 50 Silbermünzen. Gesamt 550 Silbermünzen. Geschätzte Ausgaben, Transport der Säule zu Tico. 5 Handlanger, 5 Silbermünzen pro Tag. Karren und Kutscher, 2 Silbermünzen pro Tag. Wachen. 10 professionelle Söldner, volle Vorauszahlung. 10 Silbermünzen pro Tag. Entschädigung für verlorene Ausrüstung, 25 Silbermünzen. Entschädigung für die Familien der Toten, 70 Silbermünzen pro Familie. Oder 10 Dörfler, Rekruten, geringe Vorauszahlung. Ich glaube, das wird oder entschieden, oder? Eine Silbermünze pro Tag. 10 Holzbalken, 0. Ein Dorfdepp, der sogenannte Anführer, geringe Vorauszahlung, 2 Silbermünzen pro Tag. Ein Kurzschwert, 10 Silbermünzen. Als ich Tikor an mich wandte, wollte ich diesen unrentablen Auftrag zunächst ablehnen. Wenn ich allerdings an Wachen spare, bleibt mir ein hübsches Sümmchen. Es gibt keinen Grund, Geld für professionelle Monsterjäger auszugeben. Wenn gewöhnliche Rekruten den Zyklopen weit genug weglocken können, dann können die Arbeiter die Säule ausgraben und auf den Karren laden. Und die Bezahlung der Hirten ist eine kleine, aber feine Zulage. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Wilde so sehr an diesem uloranischen Ding hängt. Verschwommene Erinnerungen an den geistigen Ruhm seines Volkes, rudimentäre ästhetische Wahrnehmung der Welt, oder erkennt er sich in dem Flachrelief einfach wieder? Da hätte er lieber mal ein bisschen mehr Geld investiert. So, wir haben hier ganz weit im Nordosten, im Nordwesten, auch die zernagten Felsen. Ansonsten können wir auch mal zur Hauptstadt zurück. Verkaufen. Ah, und dann kommen ja demnächst die Hinweise von Amak zur Max Grab. Und wir haben hier demnächst auch noch der uralte Fluch Teil 4 in 120 Tagen. So, wir reisen zurück. Ja. Habe ich jetzt nicht mal den Weg hier wählen können? Na gut. Kein großer Umweg. Ah, schau dich die Erschöpfung an. Aber Linse kann erfrischen Auftritt wirken. Moment. Ja. Erfrischen Auftritt. Die Zustände erschöpft und kränkelnd und erschüttert werden entfernt. Das ist natürlich extrem cool. Ach, das ist der Händler. Ja, mal schauen, was er diesmal dabei hat. Nach Preissortieren. Wow. Helm des Selbstvertrauens. Dieser Helm gewährt dem Träger einen Resistenzbonus von +5 auf Willenswürfe.
Scherenmesser des Untotenverderbens. Das wäre halt auch was für Knock Knock. Ja, gegen Untote nochmal plus 2. Also hat er praktisch schon hier eine plus 4 Verbesserung. Und die Untoten erleiden zusätzlich 2d6 Punkte Schaden. Ah, aber Knock Knock hat natürlich auch sehr starke Gegenstände bereits. Ich glaube, wir verkaufen nur. Eiskugel plus 2. Hat er ein... Langschwerter wäre natürlich auch interessant. Oh, der hat ganz viel dabei. Ja, gut, okay, Leute. Also jetzt hat mich der doch nochmal... Endler doch nochmal meine Neugierde geweckt. Handschuhe des Totengräbers. Ein Moralbonus von plus 3 auf die RK gegen Angriff untoter Kreaturen. Ein Moralbonus auf die RK. Also Moral auf die AK ist doch ungewöhnlich. Also hier stehen halt keine, steht halt die AK nicht dabei. Moralbonus auf die AK. Wir haben halt hier die Duellhandschuhe. Plus 1 auf die Kampfmanöververteidigung gegen Entwaffnungsversuche. Ja, und der wird halt dann bei Valerie auf plus 2 erhöht. Weil wir gegen so viele Untote kämpfen und auch kämpfen werden in Zukunft. Ja, das glaube ich echt cool. Hier sind noch die Fälle dabei. Jawohl. Ja, wir verkaufen ja fast 100 Pfund. Wegen 4600. Wir machen das mal so. Das Verkauf mache ich mal kurz eben off-game und das Einkauf machen wir dann gemeinsam wieder. So, da bin ich wieder. Also, wir werden ganz viel verkaufen. 161,85 Pfund wird das wiegen. Und wir werden die Handschuhe des Totengräbers kaufen. Moralbonus von plus 3 auf die AK gegen Angriffe untoter Kreaturen. Ja. Im Grab von Amak werden wir mit Sicherheit gegen sehr viele untote Kreaturen kämpfen. Und wir machen insgesamt noch einen Gewinn von 82.000. Und dann schauen wir uns noch Valerie an. Sie wird nämlich dann diese Handschuhe bekommen. Anstelle der schwächeren Duellhandschuhe. Yep. Theoretisch könnte man jetzt auch immer hin und her wechseln. Aber das werden wir, denke ich mal, nicht machen. Jawohl. So.
Und dann reisen wir weiter zur Hauptstadt. Okay. Also wir hatten die Erschöpfung ja durch Linzes Auftritt aufgehoben. Ja, komm, wir rasten. Also das kann man jetzt, also es hält nicht lange an, was der Linz hier da macht. Oder wir reisen zur Hauptstadt. Na komm, wir reisen zur Hauptstadt. Okay. Machen wir noch eben ein Nickerchen. Und dann schauen wir uns beim nächsten Mal an, was es in unserem Königreich zu managen gibt. Macht's gut. Bye, bye.